Die Bühne gehört derzeit den Notenbanken. Eigentlich. Und damit die Frage, ob es Jerome Powell seinem europäischen Kollegen Mario Draghi geldpolitisch gleich tut. Wie gesagt, eigentlich. Dann kam es doch irgendwo anders. Und darüber spreche ich jetzt mit Volker Meinl, erst Derivate-Experte der BNP Paribas. Volker, die größte Erdölraffinerie Saudi-Arabiens wird von Drohnen angegriffen. Was ist bekannt und was sind die Folgen? Ja, sag mal erstmal, was nicht bekannt ist. Nicht bekannt ist, woher diese Drohnen nämlich wirklich kamen, von wo aus sie starteten und vor allem, wer sie quasi zum Start überhaupt geimpft hat. All das ist nun sind wilde Spekulationen ausgesetzt. Da kann man sich schwer beteiligen. Was klar ist, ist, dass der Ölpreis nun mal seit 1990 also den größten Ölpreisanstieg erlebt hat. Es ging teilweise über 20% nach oben, wie ein Strich nach oben. Es hat sich in der Zwischenzeit wieder etwas beruhigt. Allerdings ist ganz klar, wenn die Ölförderung so reduziert wird, dann kann das nur den Ölpreis treffen. Und es betrifft auch die Währung, die dann zwar positiv, wie in Ländern von Kanada oder auch Russland, die Erdöl exportieren. Die Folgen sind natürlich für den Ölpreis und dann eben auch für den Benzinpreis könnten sie für jedermann von uns eben ersichtlich werden in den kommenden Wochen. Jetzt bleibt es abzuwarten, inwieweit sich der Ölpreis wieder beruhigt oder die Situation dort beruhigt. Im Moment scheint das aber überhaupt nicht der Fall zu sein. Und wie reagiert jetzt der Markt? Kann man sagen, er kippt, denn auch China wackelt derzeit gewaltig. Ja, von China kamen doch überraschend schwache Zahlen und das betraf nicht nur die Industrieproduktion, sondern auch den Einzelhandelsumsatz und die Investitionen in Sachanlagen. All das waren Daten in China, die doch weitaus unter dem lagen, was man erhofft hat. Und das wurde jetzt mal aufs Papier gebracht, was schon die Wochen vorher schon immer spekuliert haben, dass Chinas Wirtschaft doch schwächelt. Und wenn sie schwächelt, und dann zeigt sich das nicht nur am Markt, sondern das zeigt sich auch hierzulande und dann auch in den Aktien. Und deshalb, das alles zusammengenommen, führt natürlich zu einem schwachen Wochenstart hier beim deutschen Aktienindex. So, und jetzt mit etwas Verspätung doch das Thema Notenbanken. Was wird Jerome Powell tun? Wird er Mario Draghi nachziehen? Der hatte die geldpolitische Wundertüte ausgepackt. Ja, das werden wir sehen am Mittwoch. Alles deutet darauf hin, auf eine Senkung von 0,25 und dann wären wir in einer Range von 1,75 bis 2%. So die Prognose. Am Mittwoch werden wir mehr wissen. Ging es nach Trump, würde man am liebsten auf 0% gehen. Ob das Step by Step so sein wird in den nächsten Monaten, wird abzuwarten sein. Allerdings könnte das natürlich den Markt wieder etwas unterstützen, wenn dann am Mittwoch neben den 0,25 noch potenziell Aussagen kommen für weitere Zinssenkungen in den kommenden Monaten. Sprechen wir noch über einen Einzelwert, Osram. Das Spulen um Osram. Ist mit dem Angebot von AMS 38,50 die Übernahme Osrams jetzt beschlossene Sache? Ja, das kann man, glaube ich, noch nicht ganz sagen, obwohl das Angebot auch offensichtlich deutlich über dem liegt von Bain oder Carlyle Group. Allerdings stößt es doch auf wenig Interesse, zumindest mal bei der Belegschaft. Wenn die Arbeitnehmervertreter hört, dann weisen sie doch ganz klar auf die verschiedenen Kritikpunkte hin, die es bei dieser Übernahme, immerhin Osram dreimal so groß als der Übernehmer, die AMS. Und es gibt einige Punkte, die hier darauf hindeuten, warum die Arbeitnehmer nicht zufrieden sind. Digital- und LED-Produktion würden etwa wegfallen. Und man erwartet, dass eventuell befürchtet, dass AMS diese Übernahme eventuell nicht stemmen kann. Aber allerdings muss man sehen, Vorstand und Aufsichtsrat haben gesagt, okay, das höhere Angebot, das gewichten wir gegenüber all den Kritik, die hier vorhanden ist und stimmen dem zu. Bis zum 1. Oktober gilt dieses Angebot von 38,50 Euro. Und jetzt schauen wir mal, wie es dann am Ende ausgeht. Und wie gehen jetzt die Kunden der BNP Paribas mit der jetzigen Situation um? Ja, allen voran Öl, was an sich ja sowieso schon immer den Top 3 ist, diesmal sogar ganz klar die Nummer 1 mit Öl, mit dem WTI Long, ein Knockout-Zertifikat. Das zweite ist ein DAX Short, hier geht man mit 12.785 doch mit einem hohen Hebel ran, auch auf der Kaufseite. Und das dritte Produkt auch auf der Kaufseite ist ein ThyssenKrupp, ein Short, also ein auf fallenden Thyssen-Aktien, die ja jetzt aus dem DAX fallen, und ein Short mit dem 16er-Hebel. Das waren die Top 3 Produkte.
Volker Meinl, Derivate-Experte der BNP Paribas. Dankeschön fürs Interview. Danke. Danke Ihnen, Herr Groß. Ja, der Ölpreisschock sitzt tief und er kommt zur Unzeit. Unser Thema der Woche. Bis nächsten Montag.